Ah, schön, dass ihr wieder hier seid. Heute ist ein besonderer Tag, ist heute. Denn heute komme ich zu meiner Lieblingsbeschäftigung, das Zeichnen. Und heute möchte ich gern einmal euch mitnehmen, Zeichnen mit Alfred. Ja, da habe ich immer so Kurse in der Villa Replik, die aber sehr gut besucht sind. Und heute möchte ich einmal einen kurzen Einblick euch geben, wie Alfred zeichnet in seinen Kursen. Heute, also noch vorher möchte ich noch sagen, was ich gestern noch gemacht habe. Gestern habe ich noch die Kanten verschärft, da habe ich noch scharfe Kanten gemacht, das habe ich noch gemacht. Da unten habe ich das hellbraun ein bisschen verstärkt. Dann habe ich dann geschaut, dass ich eine Komposition jetzt langsam bekomme. Und da habe ich jetzt eine weiße Farbe drüber. Deswegen, damit ihr besser sehen könnt, wie eine Figur angelegt wird. Da habe ich eine Kitzelkratzezeichnung wieder. Ich gehe einfach da her. So, was kann ich nehmen? Da zum Beispiel kann ich das Gesicht nehmen. Und da kann ich den Körper, die Busen sind nicht zu groß, aber da kann ich ein paar Teile herausnehmen. So, das Wichtigste beim Zeichnen ist, und da machen die meisten große und viele Fehler, sie haben meistens keinen Platz für die Füße. Deswegen gibt es einen ganz einfachen Trick. Ich sage einfach, da oben kommt die Figur an und da sitzt sie und da unten hört sie auf. Ja, da weiß ich, aha, da darf ich nicht drüber kommen, weil dann kann ich noch, ja, wenn ich rüberkomme, dann habe ich noch Platz ein bisschen für die Haare oder für die Knie und so. So, und dann gibt es einfach die Schulter, das Gesicht zur Hilfslinie, sagt man dazu, dann den Brustkorb, Wirbelsäule, und dann habe ich da so das Gesäß und da raus gehen dann die Füße. Ja, und da unten ist die Sitztier, deswegen sind die abgelenkt. Also Hüftlinie und da wieder die Schulter und da wird die Handfläche. Also keine große Hexerei. Außer, das ist jetzt ganz wichtig, ich möchte gern, dass ihr die Hände auf der Lenkung, auf diesem Steuerraut hat. Und da gibt es eine Verkürzung nach hinten. Das heißt, wenn ich da die Hand habe, ja, die Handfläche, da hat sie dann die Handfläche, den Daumen so raus, dann gibt es da nach hinten gibt's eine Verkürzung, dann gibt es den Oberarm und dann gibt es die Schulter. Ja. Wir haben also diese eine Verkürzung nach hinten. Und dann ist dann der Latissimus, also dann haben wir dann den Hals, dann den Kopf, dann wieder die Schulter und dann haben wir den Oberarm, den Unterarm, Latissimus und wieder das Gesäß und da haben wir dann den Brustkorb, dann haben wir den Bauch, der ist ein bisschen dünner, so, und dann haben wir den Fuß und der geht nach vorne. Und da vorne hört sie auf. So, also das ist einmal das sind nur Hilfslinien. Ja, und jetzt, wenn man das angelegt hat, dann passiert mir eins nicht. Ich habe noch Platz für, wenn oben was passiert oder wenn die Hände, wenn irgendwas passiert, dann kann ich da, ich da noch Platz. Da. Und also hier habe ich überall der Figur noch Platz gegeben. So, beim Gesicht wieder nur 3,5 Hüftlinien und dann zeichne ich einfach ganz in wenigen Schritten, zeichne ich das da ein. So, komm an, ein Auge. So.
Also nur nichts Genaues noch. So, oben Glied, Kot hinter Auge, Glied, Wimpern, Wimpern. So, die Nase. Nase liegt dann auf dieser Linie, Augen. So, dann geht es dann nach hinten. Und den Mund, ja, machen wir ein bisschen gleich schwungen. Den Mund liegt dann auf der Linie, dann wieder einfach die Oberlippe ganz doppelt ankreuzen. Dann, lass mal ein paar Zähne raus, ja, okay. Die Unterlippe, Zähne. So, das war es eigentlich schon. Also nur Höchstlinien machen, nicht so groß. Da hinten können wir die Lunge noch machen. Da können wir schon ein bisschen einen Schatten drüber geben. Die Oberlippe liegt auch im Schatten. Ja, und da können wir, so, und da die Augen können wir ja. Ist nicht notwendig, aber machen wir es jetzt einmal. So, und dann die Außenumrandung, Jochbein, Kinn, Jochbein, Kinn, da wieder das Kinn da vorne, hinten, nach hinten, und das Ohr liegt dann zwischen den und der Nasenflügel, das heißt einfach das Ohr einzähnen, dann haben wir den Hals hier runter, dann haben wir die Stirn, und naja, gut, okay, für euch zum Zeigen, sieht jetzt schon einmal eine Frisur auf, die was dann aber eh dann wegkommt. So. So. Das Wichtigste beim Kopf sind nicht nur diese einfachen Linien, sondern auch der Hals. Und das vergessen die meisten. Der Hals, der Vorderteil, aber er hat einen breiten Rückenteil. Deswegen, den Vorderteil machen ja alle. Aber die meisten vergessen den Teil nach hinten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, wenn man den Hals dann richtig einzeichnet, ja, dann wirkt die Figur schon ganz anders. Und da gibt es das Schlüsselbein. Und das zahlt sich aus, das Schlüsselbein einzuzähnen. Ja? Weil dann komme ich schon weiter nach vorne, das Schlüsselbein einzuzähnen. Und dann, wie sitzt die Figur? Ganz, ganz wichtig beachten. Also, die Schulter ist nach oben, ja? Weil sie sich am Steuerruder festhält. Dann haben wir da den Oberarm. Und dann immer wieder Verkürzungen reinmachen. Verkürzungen, das ist eine Verkürzung. Nach vorne, dann der Unterarm, ja, der ist dünner, geht wieder so rauf. Und dann da vorne, warte, die Hand machen wir dann extra, den Latissimus, dann haben wir die Mittellinie von Brustkorb, und da können wir jetzt dann den Busen ein bisschen aufzählen. Busen liegt am Brustkorb auf, also, das können wir so zählen. Warte, ich bin ein bisschen zu weit oben. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Ah, so, weil ich sehe schon mal rum. Da liegt am Brustkorb auf. Und geht dann. So. Dann. Brustwarzen, so ungefähr. So. Dann haben wir die. Rippen. Die Rippen, genau. Das liegt da auf die Haut, aber dann geht es ein bisschen rein, weil sie ein bisschen einfällt, dann schön die Diät macht, und dann, weil sie sitzt sie, hier sieht man den Bauch, so, da sitzt sie, und das ist das Gefäß sitzt, und dann haben wir da den Nappel, auch noch in seiner, und wie gesagt, dann haben wir die Füße. Und die Hand, jetzt eine auch noch auf, ganz haben wir oben eine Verkürzung, dann haben wir ja eine große Fläche, so, dann nach hinten gehen und einen großen Daumen, der was nach vorne geht, ja. Die
sind ja noch verschwunden da hinten. Und da kommt dann was, möchte ich ja noch gern, dass der Steuerrad dann herauskommt. Und auf der anderen Seite haben wir, weil sie sich ein bisschen ablehnt, geht die Schulter ein bisschen nach unten. Dann haben wir den Oberarm, dann haben wir den Winkel, dann haben wir den Unterarm und dann liegt die Handfläche auf, ja, und dann hat man dann die Finger. So, so ähnlich ist die Figur dann da. Dann kommen wir natürlich schon ein bisschen Schraffierungen rein, eben, wenn man will. Also, und dann sage ich den Schülern meistens, jetzt dann sollen sie das nachzeichnen. Das ist eigentlich nur eine Übungssache, ist eigentlich nichts Schwieriges. Ich werde jetzt aber jetzt aufhören, weil jetzt möchte ich nicht, das war jetzt nur so ein Einblick in meinen Kurs, wie das abläuft. Ich möchte unbedingt meine Zeichnungen einbringen. Und da werde ich einfach Ausschnitte von meinen Zeichnungen, Ausschnitte wirklich da hineinzeichnen, dass es zum Leben anfängt. Aber ich kann euch auch sagen, wenn ihr nicht zeichnen wollt, ihr kennt Zeitungsausschnitte, ihr kennt Berichte, was passiert ist im heurigen Jahr, ihr könnt Ansichtskarten, ihr könnt Liebesbriefe, ihr könnt alles das, einfach geht's irgendwo hin raufkleben. Aber schaut unbedingt, dass das ganze Bild eine Komposition hat. Ganz, ganz, ganz wichtig. Nur nicht die Komposition verlieren. Immer die im Auge behalten. So, ich zeichne jetzt weiter, weil das ist meine Lieblingsbeschäftigung, das wird jetzt sicher 3-4 Stunden dauern, weil da kniere ich mich dann so richtig rein und dann, wenn es fertig ist, dann erkläre ich dann euch ein bisschen und dann fangen wir mit den Schütten der Farben an. So, danke!